Was geht ab, Anno-Fans? Wir gehen back to the roots, weil einfach noch immer super viele von euch jetzt gerade im Jahr 2023 mit Anno 1800 einsteigen. Und deswegen heute 5 Tipps, die euch als Neulinge den Einstieg in eine neue Partie erleichtern. Ja, und damit ein herzliches Hallo und Willkommen. Wir wollen gar nicht lange labern, denn schließlich soll dieses Video kurz, knapp, auf den Punkt. Wir fangen an mit Tipp Nummer 1 beim Spieleinstieg. Wenn ihr euer erstes Konto entweder schon hattet, weil ihr mit einem Konto bei eurem neuen Spielstand startet, oder euer erstes Konto auf eine Insel eurer Wahl gebaut habt, dann fangt ihr ja jetzt in der Regel, jetzt hier an zu bauen, ja? Bevor ihr das macht, macht aber noch was anderes, nämlich entleert hier euer Schiff oder eins eurer Schiffe, je nachdem mit wie viel ihr gestartet seid, einfach mal so weit es geht. Ich kann die letzten 35 Bretter nicht ausladen, aber alles andere habe ich runtergepackt. Und dann schickt das einfach irgendwo hin auf der Karte, behaltet das so ein bisschen ins Auge, damit ihr nicht ins Piratennest fahrt. Nein! Was macht der denn? Und erkundet mit dem Schiff die Karte. Und wenn es gut läuft, dann findet ihr relativ zügig hier zum Beispiel die Händlerinsel High Clarence Hall von Sir Archibald Blake. Und da könnt ihr einkaufen. Zum Beispiel hier weitere Bretter, die beim Spielstart sehr, sehr essentiell sind. Eventuell findet ihr aber auch die Insel von Madame Kahina. Hier gibt es in dem Moment zwar noch nichts zu kaufen, aber für später wird das Ganze auch wichtig. Oder eben hier Eli Bleakworth. Auch da gibt es dann im weiteren Verlauf des Spiels Waren zu kaufen. Oder ihr könnt eben auch überproduzierte Waren verkaufen. Also, Punkt Nummer 1, Schiff losschicken, nicht die ganze Zeit bei euch im Hafen stehen lassen. Mit einer der wichtigsten Punkte ist wohl, und da kommen wir zu Tipp Nummer 2, dass ihr bei Spielstart immer genug Holz vor der Hütten habt. Was? Nein, also ernst gemeint, ihr braucht definitiv eine große Holz- und auch dementsprechend Bretterproduktion, damit ihr eben immer schön im Flow bleiben könnt und bauen könnt. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall ein Video von mir. Das ist ein sehr altes Video von mir, eines der ersten. Schaut trotzdem mal rein, vom Inhalt her passt es auf jeden Fall noch. Nämlich wie ich am Anfang meine Holzproduktion aufbaue, das seht ihr in diesem Video, was ich jetzt oben mal dementsprechend verlinke. Jetzt höre ich natürlich die ersten schon rufen, aber Heinz, wenn ich so viel Produktion am Anfang baue, ich gehe immer so schnell pleite und versuche deswegen immer einen guten Blick auf meine Bilanz zu wahren, und das ist auch sehr löblich. Da gibt es von mir auch eine ganze Menge Videos zum Thema Bilanz. Ich verlinke hier mal das ein oder andere jetzt während dieses Tipp Nummer 3. Und Tipp Nummer 3 soll euch einfach helfen, am Anfang schon eine gute Bilanz zu bekommen, und dazu ist es wichtig, dass ihr einfach groß denkt. Baut eure Stadt groß. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal so Blöcke vorgebaut. Wie ihr das baut, ist ja euch überlassen. Und eine coole Sache ist definitiv das Kopiertool, wenn ihr groß eure Stadt bauen wollt. Drückt einfach C wie Copy, dann kommt diese Pipette hier auf euren Mauscursor, und dann könnt ihr hier zum Beispiel so einen kompletten Block kopieren und könnt den einfach hier oben dran setzen und könnt so in sehr, sehr kurzer Zeit euer Ort hier, eure Stadt, sehr, sehr groß bauen dementsprechend. Ja, ihr seht das also. So geht das ganz, ganz problemlos. Da kommt ihr mit dem Holz gar nicht hinterher. Und je mehr Häuser ihr habt, umso mehr Einkommen habt ihr auch. Ihr seht, das Ganze gibt hier immer plus eine Münze derzeit. Wenn ihr mehr Waren anliefert, dann auch dementsprechend mehr. Und dann wird sich auch eure Bilanz besser anfühlen. Hat dir dieses Video bis hierhin gefallen und hat dir vielleicht der ein oder andere Tipp auch schon ein bisschen weitergeholfen, dann freue ich mich natürlich über dein Abonnement hier auf diesem Kanal. Einfach unten die rote Schaltfläche mal anklicken und auch die Glocke aktivieren, damit du immer zeitaktuell informiert wirst, wenn ein neues Video hier auf diesem Kanal erscheint. Das kostet dich überhaupt nichts, mir und dem Kanal hilft das aber ein bisschen weiter. Dankeschön! Apropos bessere Bilanz, da habe ich noch einen Tipp für euch, denn wie cool wäre das, wenn einfach alle eure Produktionen 50% mehr produzieren und das ganz, ganz ohne Nachteile? Easy möglich, ich zeige euch wie, denn schon wenn ihr die ersten Holzfäller gebaut habt, würde ich euch empfehlen, am Anfang hier links mal auf dieses Zahnrad bei Arbeitspensum anzuklicken, und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder eure Arbeiter zu schonen und die 50% weniger arbeiten zu lassen. Das wollen wir natürlich nicht, wir geben richtig Knallgas, plus 50%, dadurch wird eure Zufriedenheit der Arbeiter und Einwohner etwas sinken. Das ist aber gar kein Problem, warum, erkläre ich euch gleich. Auch beim Sägewerk hier zum Beispiel plus 50%, ihr seht, ich habe das hier zum Beispiel auch eingestellt bei den Webereien, plus 50%, alle Produktionsgebäude, selbst die Fischer am Anfang, plus 50%, ja, so. Unglückliches Volk ist natürlich immer schlecht, weil, ihr kennt das vielleicht, die fangen an und protestieren bei euch, die legen die Arbeit nieder, die fangen an und brennen hier Häuser ab. Tun die aber erst ab der zweiten Bevölkerungsstufe den Arbeitern, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Polizeistation zu bauen. Solange ihr also noch mit den Bauern und im Spielstart seid, ist das gar kein Problem und ihr könnt einfach alles auf 50% boosten, ohne einen Nachteil. Denkt nur dran, das rechtzeitig wieder zurückzustellen. Last but not least, Tipp Nummer 5.
Beispielstaat, der auch nochmal ein bisschen auf das liebe Geld und eure Bilanz abzielt. Achtet darauf, dass ihr nicht nur die sogenannten Grundbedürfnisse zu Beginn erfüllt, also eben hier diese Bedürfnisse nach Markt, Fisch und Arbeitskleidung, um mit diesem Haus zur nächsten Bevölkerungsschicht aufzusteigen, sondern kümmert euch auch um die Zufriedenheitsbedürfnisse, die euch eben Zufriedenheit und vor allen Dingen richtig Schotter bringen. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier dafür sorge, dass meine Bevölkerung Schnaps bekommt, erhalte ich 8 Zufriedenheit und 3 Münzen pro Haus. Und wenn ich hier diesen No-Brainer baue, nämlich einfach ein Wirtshaus baue, das kostet mich nur 500 in der Anschaffung, werden wir gleich sehen, dann steigert sich die Zufriedenheit um 12 und ich bekomme pro Haus auch eine Münze. Also Wirtshaus bauen, ganz, ganz einfach, hier wirklich ein No-Brainer in dieser Geschichte. Wir bauen das einfach nur irgendwo hin für 500 Münzen. Na komm, so, 500 Münzen kostet uns 20 Münzen pro Minute. Dafür muss ich aber nur mindestens 20 Häuser hier im Umkreis haben, um das Ganze wieder auszugleichen. Das schafft man ganz easy. Bauen wir hier hinten noch eins hin, damit auch wirklich alle da Zugang haben. Und schon haben wir das Bedürfnis nach Wirtshaus erfüllt und 12 Zufriedenheit mehr. Sieht schon ganz anders aus jetzt hier, perfekt. Und auch den Schnaps wollen wir erfüllen, denn das seht ihr, ist auch gar nicht so wild, die ganze Geschichte. Einfach hier schnell eine Kartoffelfarm und noch eine Kartoffelfarm hingebaut. Die kriegen dementsprechend ein paar Felder. So, und wenn ihr euch um diese Luxusbedürfnisse auch von Anfang an kümmert, dann werdet ihr also weniger Probleme, sag ich mal, mit der Bilanz haben. Hier noch 2 Schnapsbrennereien. Und was machen wir jetzt? Naja, klar, wie bei Tipp Nummer 4, solange wir noch nicht aufgestiegen sind und noch keine Polizeistation bauen können, wird auch hier wieder ordentlich der Produktivitätsboost gezündet. Das waren meine 5 Tipps für deinen entspannten Spielstart im Jahre 2023. Jetzt heißt es aber rein in die nächste Partie und ganz, ganz entspannt durchstarten. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Heinz.